Moin Freunde des gepflegten Dieselverbrennungsvorgangs, Junge. Mann ey, was ein geiler Tag heute. Um eins aufgestanden, halb zwei weggefahren. Schön die Nacht durchgebratzelt, wie sich's gehört. Um 7 Termin gehabt, um 17:45 war ich da, pünktlichst würde ich sagen. Ja, musstest du ca. eine Stunde warten und aber scheißegal, weil ich bin Punkt 7 dran gekommen. Das hat echt super gepasst. Ich fahre jetzt weiter nach Erding. Lade noch die drei Paletten ab, die ich drauf habe. Und dann schauen wir mal, was es gibt heute. Weil lang geht es heute definitiv nicht, das weiß ich schon. Ja. Aber schauen wir mal. Wie ein kluger, weiser Mann sagte, der, glaube ich, Fußball gespielt hat. Also. So, Leute, haben wir die Gummimatten auch noch runtergeschmissen. Jetzt bin ich mal gespannt, was es so diskotechnisch zu berichten gibt.
Tablet sagt nichts. Handy sagt gar nichts. Oh. Feier leer wieder heim. Was soll's? Na, schauen wir mal. Suchen wir jetzt erstmal Plätze hier, wo ich überwintern kann. Das ist total nett von den Leuten. Quasi. Da! Wie mein Dispo anruf. Was Masse ist. Oh, ich sehe auch gar nichts hier. Leute, was bin ich froh, wenn diese kurzen Wochen rum sind, ey. Quasi. Absolute Wahnsinn ist das, der absolute Wahnsinn. Echt, ey. Ich habe heute schon wieder den nächsten 15er. Und das ist wieder dieser tolle Komet im Anflug. Ja. Naja, egal. Also, der Vater Müller, ich, hab abgeladen in Erding, bin dann weitergefahren nach Eitingen, hab da auf meine Rückladung gewartet, hab jetzt Verpackung geladen für Michelau in Oberfranken und werde jetzt nur noch bis zur Raststätte Köschinger Forst fahren und dann ist Feierabend. Da steht ein Phantom. Ich fahre gerade am Fliegerhorst hier vorbei in Fliegerhorsthausen in Neuburg. Neuburg, ja, Neuburg. Genau da fahre ich vorbei. Und ja, Phantom gibt es doch gar nicht mehr, oder? Hä? Gibt es doch ein Phantom? Könnte auch ein Eurofighter gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen Arsch gesehen.
Dann. Ja. Wicked und. Naja, wisst schon, was ich meine. Und dann ist echt, dann schickt's für heute mal wieder. Ne? 1 Uhr aufgestanden, jetzt haben wir 3:30. Da wisst ihr Bescheid. Da wisst ihr echt Bescheid. Ne? Aber so ist er halt, der Job. Ne? So ist er und so wird er immer sein. Und entweder man liebt ihn oder man liebt ihn nicht. Und ich liebe ihn ja. Aber er könnte schon manchmal ein bisschen stressfreier sein. Sag ich jetzt mal so. Ne? Ich wünsche euch vorab schon mal einen schönen Feierabend. Möchte euch darauf hinweisen, wenn euch mein Kanal gefällt, wenn euch der Mölli selber gefällt, also jetzt so von der Art und Weise her, oder meine Filmchen gefallen, dann drückt doch einfach unten rechts auf das Abonnieren und drückt auf die Glocke, dann wisst ihr jedes Mal sofort, wenn ein neues Filmchen da ist. Wie gesagt, lasst ein Abo da, ich würde mich tierisch drüber freuen. Ansonsten schönen Feierabend, das 5. Mal jetzt. Und bis morgen, Freunde der Sonne. Ne? Wicked. Richtung Coburg hoch. Hab hier eine Anlieferung in Michelau in Oberfranken. In Oberfranken? Ne? Laden wir mal ab. Das Gedöns. Ne? Hoffen wir mal, dass es zurück auf den Hof geht oder noch irgendwas laden. Nichts Wildes mehr heute. Weil ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe voll den Burnout. Ja, passt schon alles. Alles easy, alles easy going, sozusagen. Und ja, dann hau ich heute Morgen meine Klötze auf, starte das YouTube und was sehe ich? Ey, über 800 Abonnenten. Geil, mega geil, ihr seid echt die Geilsten. Mir macht das einen riesen Spaß, da die Filmchen zu drehen und vielleicht auch den einen oder anderen Spruch loszulassen oder ich kann euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, dann finde ich das klasse. Also dann macht mir das natürlich noch viel mehr Spaß. Und geil. Muss ich erstmal kurz grüßen. Also fahren wir mal weiter und schauen, dass wir das Zeug noch runterkriegen heute. Und Wiki.
Folgen Sie der Straße nach rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn. Ich habe jetzt meinen Auflieger vorgeladen für Montag, geht nach Belm hoch. Ja, da denke ich mal, ich werde so um 3 los müssen. Ja, jetzt noch kurz auf der Firma, nochmal schnell abgesattelt, einen anderen Auflieger zum Vorladen hingestellt. Und ja, dann geht es ins Wochenende. Das reicht für die Woche, würde ich sagen. Also war stressig genug. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder in meiner letzten Woche vorm Urlaub.
Und ja, wicked, my friends. Und danke für die 800. Yes! Checker.